Ja, hallo erst einmal zusammen. Ja, ein Spieler, ein Junge, der sehr gute Ansätze mitbringt. Ein Spieler, der auf der linken Außenverteidigerposition zu Hause ist, auch schon das ein oder andere Mal bei uns mittrainiert hat, auch schon letztes Jahr in Würzburg ein Freundschaftsspiel gespielt hat. Ein Spieler, wo wir auch der Meinung sind, wenn alles gut läuft, davon gehen wir aus, weil er im Kopf ganz klar ist, dass es ein ganz, ganz guter Fang für uns ist, beziehungsweise sein kann und auch wird und für die Bundesliga sicherlich auch ein guter Spieler werden wird. Davon sind wir überzeugt, weil er alles mitbringt in jungen Jahren. Jetzt hoffen wir, dass er gesund bleibt und wünschen uns, dass er fleißig arbeitet, so wie bisher auch. Es ist ein interessantes Spiel, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir geografisch so nah beieinander sind, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass die Eintracht dort noch nicht gewinnen konnte. Ja, wir waren letztes Jahr schon ziemlich nah dran nach 2-0 Vorsprung, aber dann kam das Abseitstor und dann urplötzlich ging es dann bergab. Wir wollen zusehen, dass wir unseren Lauf, den wir im Moment haben, ja, mit 4 Pflichtspielen, 3 Siege, ein Unentschieden, das wollen wir weiterführen. Jetzt haben wir noch 2 Spiele bis zur Länderspielpause. Diese 2 Spiele sind sehr wichtig, um dann ja, hoffentlich mit einem guten Punktepolster in die Länderspielpause zu gehen. Und das bedeutet, das Spiel morgen müssen wir auch genauso angehen wie die Spiele zuvor auch. Wir wissen, Mainz hat 30 Minuten länger gespielt als wir. Vielleicht kann das ein Vorteil sein, aber ich sage auch nur vielleicht. Das ist immer eine Geschichte hier im Kopf. Für die Mainzer ist es ein besonderes Spiel gegen uns zu spielen. Das muss es für uns auch sein. Und wenn wir das alles auf ein Niveau bringen, dann wird vielleicht die Tagesform entscheiden. Aber ich hoffe, dass meine Jungs das Selbstvertrauen, das sie sich jetzt hier erarbeitet haben, noch mehr nutzen können, um dann als Sieger vom Platz zu gehen. Ich sehe das aber auch bei meiner Mannschaft. Also jetzt in den 1,5 Jahren, wo ich jetzt hier bin, sehe ich, dass wir Abendspiele mögen. Ja, das haben wir in der letzten Saison oft bewiesen. Und ich hoffe, dass wir es jetzt gerade auch morgen beweisen können, weil wir 2 Freitagsspiele hintereinander haben. Da wäre es ganz gut, wenn wir da sehr viele Punkte mitnehmen. Ja, ich hatte ihn gestern Abend dann angerufen, weil er wurde ja gestern operiert und jeder, der schon mal eine OP hinter sich hatte, weiß, wie man sich fühlt. Irgendwo zur Mittagszeit, man ist wach und ist nicht wach, man weiß nicht, was man sagt. Deswegen habe ich ihn am Abend gestern vor dem Spiel angerufen und habe ihn mal gefragt, wie es ihm geht. Er hörte sich wie immer positiv an, hat schon wieder gestrahlt und ist guter Dinge, dass er so schnell wie möglich wieder zur Mannschaft stößt. Aber jetzt geht es auch wie bei allen anderen Verletzten darum, dass die Wundheilung vorangeht. Er wird heute das Krankenhaus entlassen, also verlassen, ist dann wieder zu Hause und ja, dann geht der Prozess so langsam weiter, weil er wird ja jetzt nicht gleich wieder laufen können, Radfahren können. Er muss ja zusehen, dass der Meniskus, der entfernt worden ist, das muss ja auch alles richtig verheilen dort. Ich hoffe, dass er in 2 Monaten wieder dabei ist. Ja, wir machen keinen Druck. Der Timmy weiß, was er an uns hat. Wir wissen, was wir an ihm haben. Entscheidend ist, dass er hundertprozentig wieder dabei ist.